Carsten, gib mal Gas. Die kommen ja, nicht. Ja, gut. Ich komme, der Julian kommt nicht. Ich hab den Andi und den Julian schon im Rückspiegel. Ach du Scheiße, was machen die denn da wieder? Ich hab ein gelbes Symbol auf dem Display. Was ist los, Julian? Ich weiß nicht, du hast es irgendwie auf mich abgesehen, obwohl ich dir nichts getan habe. Warum? Kann doch gar nicht sein, ich fahr doch vor dir, kann ich doch gar nichts machen. Ja, also, aber wenn der das so weitergeht, kommen wir, glaube ich, heute nicht aus mehr Versehen. Rammt euch doch mal untereinander. Irgendwann wird es den Zuschauern auch langweilig, wenn ich ihn immer nur auf den Sack kriege. Nö, die finden das, glaube ich, lustig. Nee, ich glaube, den Zuschauern wird das nie langweilig. Die haben das schon in die Kommentare geschrieben, das ist euch schon klar, ne? Was? Bei mir das nicht. Nicht immer hier, ne? Bei mir hat das keiner geschrieben. Bei mir haben sie immer alle geschrieben, das ist immer super, wenn ich mitfahre. Ja, das heißt doch nicht automatisch, dass das direkt darauf zurückzuführen ist, dass es immer super ist, wenn ihr mich rammt. Nee, das wenn wir das unter uns verteilen, dann ist das ja gut. Aber wenn immer nur einer auf den Sack kriegt, finde ich das schon unverhältnismäßig. Ja. Der kann ja gar kein Geld mehr verdienen. Gut, ich bin jetzt brav. Ich bin jetzt brav. Jakotin, ich bin jetzt brav. Jakotin, ja. Ich bin jetzt brav, verstehst du? Ja, ich versuche auch mal ordentlich zu fahren hier die ganze Zeit. Glaube ich nicht dran. Wenn er an Andis Gelache, glaube ich, auch noch nicht. Ich habe Berger gesagt, ich bin jetzt brav, Jakoti, ne? Ich bin jetzt brav. Oh, Alter, dieser Totenkopf da oben, ne? Der macht dich nervös. Alter, ey. Ich finde diesen Sonnenaufgang total geil. Das ist so geil, ey. Das sieht echt so cool geil aus. Aber die Sonne geht eher unter, Julian. Ach, die geht unter, ne? Scheiße. Ja, die geht jetzt gerade unter. Ja. Wir bleiben wach. Sonnenaufgang ist morgens, Julian. Wir haben ja, ich weiß doch nicht die Uhrzeit, Mensch. Wo soll ich die denn ablesen? Ich guck mal, ob ich die finde. Uhr. Ja, ich denkst du, die kann ich. Ah, 21:41 Uhr, ich hab sie gerade gefunden. Gehört eigentlich zum Standard-Wissensschatz, so nur lesen zu können. Hier ein ETS. Bei mir übrigens im Tacho. Ja, 21:42 Uhr. Ja, genau. Ich kann das im Tacho immer noch nicht lesen, das ist euch klar. Wie schnell läuft die denn mit? So, ganz schnell. Ich glaube eine Minute. 21:43 Uhr. Ich weiß nicht, so wie schnell wie die Zeit im ETS halt vergeht. Ja, früher ging das irgendwie schneller. Ja, ich weiß nicht, wie der Umrechnungsfaktor ist. Bei GTA 4 war es zum Beispiel. Vergleich der ETS mit 13. GTA 4, das glaube ich nicht. Echt rum. Doch, weil bei GTA 4 war eine Minute, eine Sekunde im Real Life. So, dann fahre ich mal am Chikoten. Nee, ne? Ich dachte, wir müssen rechts. Rechts rum, ja. Ja. Ich wollte gerade den Chikoten überholen. Habe ich aber deutlich gesagt. Kann jetzt nicht wahr sein. Ja, jetzt nehme ich noch die Leitplanke mit, super. Ich glaube übrigens, die Zeit läuft hier im ETS 10 mal schneller als im Real Life. Wo fahrt ihr hin? Nach Genf. So, dann werfe ich erstmal hier was um auf den Tisch. Und dann, er lacht wie ein altes Waschweib. Fahren wir mal nach. Ich setze mir mal Genf die Garage. Ja, setz dir mal Genf die Garage. Jetzt seht ihr da wie ich letztes Mal, ja? Also die Werkstatt. Ach so, die Werkstatt. Nicht die Garage. Ja, verarscht ihr mich noch, ja? Wir können auch uns in der Garage treffen. Hier ist das wohl. Nein, Werkstatt. Aber ich muss noch eben zur Werkstatt, nachdem ich meine Fracht geholt habe oder davor. Muss man erstmal gucken, wie ich da jetzt hinkomme. Es ist geil, wie das Navi einem immer wieder sagt, wenden. Auf der Autobahn, wenden. Wenn möglich, bitte wenden. Ich fände das cool, wenn das doch sprechen würde. Oh nee, nein. Doch, wenn man das so einstellen könnte. Nein. Ach, ihr seid doof. Ja. Ich fände das auch ganz cool, ehrlich gesagt. Ihr seid langweiler. Eine Baustelle. Mautstelle. Eine Baustelle, das ist gut. Baustelle ist gut. Baustelle ist gut. So, gedreht hätte ich schon mal. Ich dachte, wir drehen noch. Verdammt. 73 Euro, ey, die haben sie doch nicht mehr, oder? Die haben echt ein Rad ab. Ne? Was, für ein Liter? Nee, für eine Mautstelle. Ach so, ich dachte jetzt Tankstelle. Nur weil 73 Euro pro Liter wäre Wucher. Der Ding fast mehr als 1000. Ja, wo will er denn jetzt hin? Ein Tunnel. Er fährt tief rein. Ein Tunnel. Boah. Oh, drin sind wir. Wo will der denn jetzt hin? Hat aber gut geflutscht. Oh, guck mal, der ist sogar beleuchtet. Boah! Also, du geflutscht, Carsten, du bist selbst nicht besser. Ich hab doch gar nichts gesagt jetzt. Du hast gesagt, der hat aber gut geflutscht. Ja. Oh Mann. Ja. Das war aber ein kurzer. Ja. Langweilig. Ja.
Ah, Grenze. Komm drin, bist du schon wieder raus. Die Schweiz. Ganz nach der Mutter. Wer hat's erfunden? Die Schweizer. Wer genau? Die Schweizerland. Das ist faszinierend. Nikola, echte Schweizer Kräuter. Rikoma. Das war doch nicht dieser Almfuzzi, oder? Mhm. Ja, ja. Den mochte ich irgendwie nie. Genau wie das Müsli vom Seitenbacher. Ich mochte den nie. Ich weiß nicht. Seitenbacher Müsli. Das Seitenbacher Müsli. Das Müsli vom Seitenbacher. Seitenbacher ist aber nicht aus der Schweiz. Nicht? Der kam so. Ich glaube, das kam irgendwo aus dem Schwabenland oder so. Hm. Oder hier, Ovo Maltine. Yep. Mit Ovo Maltine kannst du es nicht länger. Nur besser. Mhm. Oder so. Ding. Andersrum. Ovo Maltine. Irgendein Brotaufstrich. Was soll das sein? Hab ich noch nie gehört. Nicht besser, das ist, aber länger. Das ist so ein Malzgetränk auch. Rechts hoch. Rechts hoch. Rechts hoch. Hinter der Brücke rechts hoch. So ein geiler Konvoi hier. Hallo! Ja. Was denn? Wo bist denn? Ja, dank dem Carsten falsch gefahren. Ich dachte, wir treffen uns in Geneva an der Werkstatt. Ja, hab ich jetzt auch gedacht. Hatten wir doch so ausgemacht. Ja, da fahr ich ja gerade hin. Und ja. Dann, ja. Ihr auch. Ich bin ja. Was ich bei 18 Wheels of Steel ganz cool immer seltsam. Fand damals. Du konntest ja immer deine sehr Zentrale seltsam. Da anfunken oder andere Trucker und dann bekamst du immer Feedback zurück. Echt? Das waren zwar vorprogrammierte Sätze, so wie ist voll heute oder so. Der Simulant hier an alle. Nee, das kam halt nicht, aber das ist immer halt. Hallo, du musst auch antworten. Ey. Ein Funkspruch zum Beispiel wie die Polizei ist unterwegs oder hier wird geblitzt oder was weiß ich. Das war mal die Polizei cool. Ist unterwegs, Julian! Das muss dann aber schön übersteuern. Stimmt. Hallo, Carsten. Oh, hallo, Julian. Jetzt fangen sie mit dem Übersteuern an, das ist ja. Hallo, Chakoten. Oh, Ampel ist rot. Ich bin immer froh, wenn ich nicht übersteuere. Gerade jetzt mit dem neuen Headset. Ja, da fällst du auch schnell um. Ja, ne? Endlich hat sie... Ah, nee, jetzt doch nicht. Julian, das ist lustig. Ich habe ja jetzt hier meine große Tasse neben mir stehen, ohne Alu drumrum, ja? Ich habe eben getrunken. Und ich sitze ja hier im Dunkeln vorm hellen Monitor und da hat der Tracker wieder mal gesponnen. Ohne Alu dran. Ohne Alu dran. Keine Ahnung. Vielleicht hat sich's irgendwie in der Brille gespiegelt und hat irgendwie reflektiert. Keine Ahnung. Im Dunkeln ist es gut munkeln, wa? Mhm. Oh Gott. Grün. Ey, da ist ja warm hier. Ich hab auch so ein bisschen Probleme mit dem Tracker, weil ich muss jetzt hier rein. Ja, du hast aber generell Probleme mit dem Tracker. Ja, das verstehe ich sowieso nicht. Entweder habe ich... Nutzt du das Cappy? Nein, ich habe das jetzt unter meinem Headset geklemmt. Du hast auch das G35, also bei mir ist das keine Probleme. Ja, ich glaube, das liegt eher am Empfänger. Ach, das kann doch jetzt nicht sein, oder? Ey. Leute, ich fahre geradeaus, ja? Krieg angezeigt geradeaus. Ja. Bin an der Kreuzung vorbei und soll plötzlich rechts hochfahren. Das ist jetzt nicht wahr. Was ist denn das für ein Mist? Oh, muss ich hier auch vorbeiquetschen. Ne? Super. Jetzt fahre ich schon wieder falsch rum hoch. Also mit dem Navi, das funktioniert in letzter Zeit irgendwie nicht so toll. Das war mal besser. Anfälle hier in ETS mit den Russen. Wieso mit den Russen? Was für Russen denn? Ja, weil die alle nicht fahren können. Ah, der Carsten fährt eine... Aua. Hier. Eine Dampfwalze. Dampfwalze. Toll, im Himmel, lass mir jetzt keiner entgegenkommen. Spannend, hier. Ich fahre einen Auflieger, einen schönen. Also, naja, ich fahre nur eine Dampfwalze. Ich wollte nie eine Dampfwalze fahren, ich muss eine Dampfwalze fahren. Hast du eine Funzel hinten dran? Nee, hast du also nicht. Kann ich ja jetzt mal das Radio einschalten. Ne? Ist ja kein Schwertung. Mach das Radio an. So, ich speichere mal. Denk an die GEMA. Ja. Er hat ja GEMA Free. Ich hab ja GEMA freie Musik, Mensch. Ach, Epidemic, ne? Genau. Wollen wir uns bei der Dings treffen hier? Ich glaube, das mache ich demnächst auch mal in Omsi. Werkstatt? Mhm. Nee, in Omsi nervt das immer alle. Habe ich mir sagen lassen. Ja, ja. In Omsi wollen sie das nicht. Aber so Busfahrer haben das doch auch oftmals. Dieser LKW hat heute irgendwelche Probleme. Der bremst nicht. Also ich kenne das nicht zum Beispiel. Andi, rechts. Hat keine vernünftigen Navi-Systeme hier. Was ist denn heute los?
jetzt geradeaus. Ja, aber hier zeigt er mir schon wieder links an. Ja, aber die Werkstatt. Ja, weil wir da lang müssen, aber rechts ist die Werkstatt. Bei dem Mercedes-Benz-Händler da. Ich krieg hier Horn. Hier rein? Ja. Ich krieg hier echt Horn. Ja, Andi. Es geht mir ähnlich. Ich repariere nochmal eben von den Schäden, die ich schon bekommen habe. Es geht dir ähnlich. Ja, dank dem Julian sind es schon 6.000 Euro. Super, Julian, ja, toll. Das sagt der Richtige. Du kriegst noch ab. Ich hab schon abgekriegt. Dann musst du es zurückzahlen. So. Du musst zurückzahlen. Nee. Du kannst mir meinen Laptop bezahlen. So, ich bin kurz mal in der Keramischen und so. Mhm. Wenn ich die dann noch alle ihren LKW reparieren, ach ja, speichern könnte ich dann auch mal. Mir sind alle fertig, dann geh schnell auf die Keramische. Bevor wir speicheln. Ich speichel jetzt erst kurz und dann gehe ich. Also ihr musstet alle nach Norwegen, ne? Ja. Genau, so bin gleich wieder da. Gut, dann fahren wir erst meine Fracht weg, ne? Richtig, und dann fahren wir nach Oslo und dann fahren wir nach Bergen. In die Bergen. So, dann will ich erst mal gucken, wie viel Ladungsschaden ich schon dank dem Julian hab. Warte mal. Du hast doch deine... Wie ging denn das hier nochmal? Was muss ich denn nochmal drücken? Null. Weil 0 ist die Präzision, 7 ist die Präzision vom Tracker. Ja, weil 7 ist die Präzision vom Tracker. Also aber die kann man ja dann nochmal F7 drücken, ne? Ja. Oder? Nervt aber. Toll, Julian. Wie toll, Julian. 6% Schadenladung. Ja, und? Hm? Was kann ich denn dafür, bitte? Was, erklär mir jetzt mal, wir haben ja Zeit, während der Chikoki auf der Keramischen ist. Das erkläre ich dir jetzt mal das, ganz in Ruhe. Das erkläre ich und zeig dir dann mal unterwegs. Ganz in Ruhe, was ich dir getan habe. Oh, guck mal hier, diese schöne Textur auf dem Boden. Hast du schon mal gesehen? Und was für ein Schaden und wie das zustande gekommen ist. Ich gebe ja zu, ich ramme auch. Aber den Schlenker nach links habe ich nicht gemacht. Hier, du stellst sie aber mitten in eine Kurve. Julian rammelt auch. Wir sind gefahren. So, weiter geht's. Gut, dann fahre ich mal vor. Jo, weil jetzt erst der Carsten und dann wir... Ja, die Lautstärke ist auch okay. Nee, danke, Mundialtransport. Du kleine Pissnäcke. Links raus. Andi. Was hat denn der gemacht? Och, der ist nur so durch mich durchgefahren. Hast du was abgekriegt? Nee, Gott sei Dank nicht. Soll ich mir vorknöpfen? Andi, der Bodyguard. Bist du das da vorne, ja? Problem ist, die meisten, die hier unterwegs sind, können einfach wieder rechts. Jetzt rechts und dann links. Der ist gerade auf zwei Reifen gefahren. Carsten, wo bist du? Vor dir. Keine Ahnung. Nee, vor mir steht eine Zugmaschine. Ich blockiere gerade übrigens eine Kreuzung. Bist du rechts abgebogen auf der Kreuzung? Ich fahre noch mal ein Stück vor. Ja. Das ist schön. Ich nicht. Mein Navi hätte jetzt auch nach rechts gezeigt, aber ich dachte, wir müssen gerade auch. Nee. Dann fahren wir einmal außen rum. Carsten fährt um die Ecke rum. Fährt nochmal um die Ecke rum, fährt eine Stunde weiter und sagt dann so, jetzt rechts. Andi, fahr mal geradeaus, bei nächster Gelegenheit dann... Ja, jetzt... wieder rechts und dann wieder rechts. Jetzt ist rum. Jetzt habe ich schon gedreht. Ach, ihr seid Helden. Ich weiß nicht, kommt das bei Skype verzögert an, was du sagst? Das geht doch mit dem Drehen hier. Geht doch klar. Ja, klar geht das klar. So, jetzt links. Die haben ja gute Einschlagwinkel, die Dinger. Was ich nicht so anstelle. Ich bin hier auf dem Hof. Ja, wie der DD. Wie der DD. Der hat auch einen guten Einschlagwinkel. Ja, der DD auch. Wo bist du? Jetzt rechts. Was stehst du denn da jetzt drin? Ich steh nicht drin, fahr weiter geradeaus, du hier nie. Achso, ich dachte. Das ist nicht der Kast. Und jetzt rechts. Dann hinter, ja, und da stehe ich, aber Vorsicht. Ampel ist nämlich rot. Die ist grün. Wo stehst du denn? Jetzt wird sie rot. Da steht er. Ah, ja. Ups, die hat einen Blitzer. Ganz trocken. Hoppala, die hatte wohl einen Blitzer. Lass mich raten, du stehst nicht hier. Lass uns noch kurz auf den Chakotay warten. Ja, ich will aber da von dieser scheiß Ecke weg. Carsten, was hast du nur da für eine hässliche Fracht? Ja, ich weiß. Die sieht ja genauso krank aus wie meine. Nee, ach, da seid ihr. Okay. Genau. Da rechts und dann links. Da. Seid ihr da? Da. Die den ja. Da, ich sehe den Andi und ich sehe auch dich. Ja. Fahrt mal. Der Chakotay. Carsten, dieses grässliche Lied kennst du auch noch, oder? Da. Nein, das meine ich nicht. Nichts? Die Niederlande? Ja. Ja, kennst du das noch? Ja. Die Niederlande?
Friend of the night. Oh nein, Andi, lass es. Whitfield. Furchtbar. Wie er schon nur anfängt. Also früher war ich schon auch. Ich fand es grässlich. Sag mir aber auch irgendwas, das Lied. Saturday Night von Wickfield.